wenn du um 5 Uhr morgens den Alarm ausmachst, dreimal darfst du raten, wer eine Mail bekommen hat, dass der Alarm um 5 Uhr morgens ausgeschaltet wurde. Das gibt's eigentlich nicht, Drive-Thru-Döner. Und dann bin ich der, der dem Chef erklären muss, warum mein Laptop nach Knoblauch riecht. Einen wunderschönen guten Abend, YouTube. Ja, wir machen mal wieder einen Nachtvlog. Es liegt daran, dass ich null Zeit habe, normale Vlogs aufzunehmen. Und dieses Jahr kam noch keiner. Deswegen fahren wir jetzt ein bisschen durch die Stadt. Um genau zu sein, ich fahre nach Hause, weil ich gerade Feierabend habe. Und da kann ich halt einfach durch die Leopold einmal ballern, mal schauen, was los ist. Also Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es okay. Arbeitstechnisch wurde ich sowas von rangenommen, Bruder! Also einer meiner Mitarbeiter hat sich einfach entschieden, Digga, ich gönne mir einfach 600 Euro aus der Kasse, während zwei Leute im Urlaub sind. Ja, an der Stelle danke dir, Bruder, dass du jetzt nicht mehr bei uns bist und ich deine Schichten übernehmen muss. Das müsst ihr euch halt echt vorstellen. Der Typ ist um 5 Uhr morgens in den Laden gekommen. Erstmal, Digga, so, Digga, das hätte man ja auch unauffällig machen können, dass man die 600 Euro sich gönnt, weißt? Aber mach doch nicht um 5 Uhr morgens den Laden auf. Wenn du um 5 Uhr morgens den Alarm ausmachst, dreimal darfst du raten, wer eine Mail bekommen hat, dass der Alarm um 5 Uhr morgens ausgeschaltet wurde. Und dann, ich hätte es ja nicht mal gecheckt, weil die Mail kam an, Digga, ich scroll da nur durch, ich sehe, okay, Mails passen. Ich check echt nicht ab, was nachts mit dem Alarm passiert, weil es eigentlich nie irgendwas passiert. Aber dann kommst du um 5 Uhr morgens, nimmst dir Geld aus dem Tresor und rufst dann meinen Chef an und sagst ihm, ey Diggi, ich hab mir 600 Euro aus dem Tresor genommen, nur dass du Bescheid weißt. Bruder, was soll ich da noch sagen? Das ist halt maximal lost. Es ist eh arbeitstechnisch bei mir sehr anstrengend, weil zwei Leute im Urlaub sind, weswegen ich voll eingespannt war, im Team zu arbeiten. Und dadurch, dass du jetzt nicht mehr da bist, du mich gerade richtig hart. Ansonsten, ja, Bike war bei Inspektion, also auch lustige Story, Digga. Ich weiß ja, die Inspektion ist immer so Juli, August, irgendwo da, das Eck ist immer. Also habe ich einfach mal das Service-Heft rausgeholt. Ich so, ja, wann ist sie denn genau? Digga, und dann schaue ich nach. Nächste Inspektion, Zeitraum war richtig oder bei 18.000 Kilometern. Seht ihr das? Das sind keine 18.000 Kilometer. Ja, ich habe die Inspektion um 3.000 Kilometer verfehlt, was bei einem Audi ja nicht schlimm wäre. Aber wenn du alle 6.000 Kilometer zur Inspektion musst und dann um 50% verschießt, dann muss es dich nicht wundern, dass ein bisschen komisch das Motorrad fährt. Also was sich jetzt zum Beispiel verändert hat, ist, die Kette ist gespannt. Davor ist sie ab und zu gesprungen, wenn man über eine Bodenwelle gefahren ist. War safe richtig gut. Die Kupplung ist fest. Digga, davor war echt so. Das war nicht geil. Ich bin auch schon angewohnt, dass ich die Kupplung immer nach hinten gedrückt habe. Das hier ist auch fest. Ich bin halt auch ein echter Mongo, dass ich mit sowas nie zur Werkstatt gefahren bin, sondern dachte, Brudi, fahr einfach. Das Bike muss nicht mehr so lang halten. Aber jetzt, weil es gemacht ist, es fühlt sich halt einfach viel besser an, es zu fahren. Ohne Spaß, Mann. Digga, was macht denn der Smart? Und wie hat der Smart das dahin geschafft? Eigentlich könnte ich bei der Kult vorbeifahren, aber ich habe null Bock, Digga. Weil heute war echt kein guter Arbeitstag. Morgen wird auch nicht so geil. Ja, Brudi, fährst du gerade aus oder links? Du gibst komische Zeichen, Digga. Digga, willst du mich komplett? Digga, der steht halt immer noch da hinten. War das auf bessere Zeiten oder was? Ist das normal am Wochenende, dass die da vorne zumachen, wo Starbucks und so ist? Der Tank ist anders leer. Nicht, dass die Leuchte kaputt ist und nicht gleich stehen bleibt. Ja, am Pascha kommen wir jetzt vorbei. Wo, vielleicht sind da Besoffene. Hä, hey, warum ist denn hier nichts, Digga? Heute ist doch Samstag, oder? Doch, safe, Digga. Ja, okay, paar Leute. Ja, Bro, das ist jetzt auch nicht viel, würde ich sagen. Ja, doch, okay. Ja, ist okay. Digga, ich brauche neue Handschuhe, Mann, weil der geht die ganze Zeit auf. Aber ich habe letztens geschaut, Handschuhe sind anders teuer. So, hier muss das Visier kurz nach oben, weil ich muss die Bodenlöcher hier sehen. Links ist eins und jetzt kommt rechts eins, ne? Ja, Mann. Digga, ich habe keinen Bock jetzt abzusteigen, um einen Döner zu holen. Wieso gibt es eigentlich nicht Drive-Thru-Döner? Wurde einfach Marktlücke gefunden. Ohne Spaß. Ich glaube, ich habe gerade eine Millionen-Idee rausgehauen, Digga. So. Jetzt rein da. Schwupp.
Das war mal wieder. Immer wenn ich mit Döner hole, ist mein Rucksack so voll, weil da ist ja gefühlt mein halbes Leben drin, Digga. Da ist Laptop drin, da ist Ladekabel. Gefühlt 10 Ladekabel sind da drin, Digga. Portemonnaie und irgendwann reißt dieser Döner hinten auf. Und dann bin ich der, der dem Chef erklären muss, warum mein Laptop nach Knoblauch riecht. Naja, YouTube, das war so ein kleiner Nachtvlog, auch wenn nicht wirklich nichts passiert ist nachts. Hätte ich auch genauso am Tag aufnehmen können. Aber ich habe keine Zeit, weil danke, Mister, ich gönne mir jetzt 600 Euro aus der Kasse. Naja, YouTube, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Daumen hoch, abonnieren, all euren Freunden zeigen, all euren Freundinnen zeigen, all euren dazwischen zeigen, all euren Eltern zeigen. Okay, wäre weird, wenn ihr Mails zu Eltern habt. Wobei, so weird ist es gar nicht. Eure Cousine zeigen, euren Töchtern zeigen oder Söhnen oder wem auch immer. Macht einfach. Ich meine, was spricht dagegen? Ne? Denkt mal drüber nach. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann hat es euch nicht gefallen. Haut rein. Und an alle anderen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla.